Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Alone in the Dark. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Wir sind auf einem Boot in einem Sumpf und wir müssen uns aus dem Sumpf ziehen. Wir haben jetzt hier den Strom angemacht und ich habe keine Ahnung, was ich zu tun habe. Ich habe keine Ahnung. Wir sind jetzt hier und ich kann nichts tun. Hier sind überall Monster. Ich habe keine Heilung mehr. Ich habe keine Munition mehr. Ich habe keine Waffe mehr. Ich habe nichts mehr. Nichts, womit ich mich schützen könnte. Außer ein Stein. Ein Stein habe ich. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich bin umzingelt. Was muss ich tun, um dieses Boot loszukriegen? Hier kann ich auch nichts machen. Hier kann ich nichts machen. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Kann ich die Glocke läuten? Nö. Wo muss ich hin? Hier unten ist auch nichts, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt hier hochgekommen und bin lost. Ich bin absolut lost. Kann ich hier vorne? Nee. Oh! Oh! Ich kann nicht mehr. Ich kann mich doch nicht wehren. Gibt's hier... Rutsche mit dem Rettungsboot. Was? Was? Oh, oh, danke dafür. Danke dafür. Drück. Das ist ja schrecklich. Da war das Spiel jetzt gnädig. Oh! Wieso sind das so viele? Ich hab doch gar nichts mehr. Ich werde hier sterben, wirklich elendig. Ich werde hier elendig zugrunde gehen. Ich hab halt nichts. Das ist so ein großes Problem. Ich brauche irgendeine Schlagwaffe. Irgendwas, womit ich zuhauen kann. Wenigstens das. Geh da mal runter, bitte. Okay, wir sind jetzt hier. Wir sind jetzt hier. Hier gibt es immer noch keine Waffe für mich. Absolut gar nichts. Das ist voll schön. Ich bin so glücklich. Ich bin so freudig. Haha. Was ist das? Oh, 10 Stück. So 10 Kugeln reichen halt nicht. Oh mein Gott, nö. Für dich reichen die schon. Okay. Oh nö. Nee. Ich hab nichts mehr. Du musst ausweichen, weil ich doch aus. Da war doch gerade was, oder war da was? Oh shit. Ich bin so gut wie tot. Ich bin so gut wie tot. Kann ich hier was machen? Ich kann hier irgendwas tun. Okay. War das richtig? Ich habe 100 pro was übersehen jetzt. Was geht hier vor? Onkel! Ja, nein. Ich hätte sterben sollen. Ich bin der Auslöser. Ich musste sterben, damit die Geschichte beginnt. Welche Geschichte? Was meinst du mit Jerry? Zwei Schuss? Vor 30 Jahren. Frederick verließ sich auf meinen Tod. Jeremy! Das ergibt alles keinen Sinn. Kommen Sie. Finden Sie Ihren Fokus. Onkel? Ich habe alle betrogen. Hab meine Rolle nicht gespielt. Bin meinem Tod entkommen. Mein Schicksal! Nochmal. Finden Sie den Fokus. Jeremy! Jetzt ist alles falsch. Nichts, wie es sein muss. Hey, hören Sie zu. Wir werden ertrinken. Ganz ruhig, Miss Hartwood. Sie sind hier nicht in Gefahr. Aber Jeremy, er war doch hier, oder nicht? Miss Hartwood, ich fürchte langsam, dass Ihr Familienfluch beginnt, Sie einzuholen. Haben Sie schon mal mit einem Arzt darüber gesprochen? Nein, ich war nur verwirrt. Ich dachte kurz, ich hätte ihn gesehen. Schon gut. Ich gehe dann mal. Miss, Sie sollten wissen, dass ich helfen kann, wenn Sie... Ich mag den nicht. Niemals würde ich meinen Mund vor dem aufmachen und ihm irgendwas erzählen. Wenn die Behandlung wie Gift ist, okay? Wir haben da was übersehen. Ich weiß, dass da noch was zum Aufheben war. Ich weiß nicht, ob es eine Waffe war. Ich weiß nicht, ob es was zum Werfen war. Ich weiß nicht, ob es ein Sammelgegenstand war. Irgendwas haben wir dort übersehen. Es ist, wie es ist. Ich komme da jetzt nicht mehr hin. Schade war's. So, warte mal.
Wir gucken mal auf die Karte. Wir sind jetzt hier. Wir können in Dr. Grays Büro, theoretisch, weil wir den Schlüssel haben. Aber macht das Sinn, wenn er da ist? Weiß ich nicht. Warte mal, was war hier nochmal? Ah, oh, ist das der Verwaltungsraum? Ist das das, was sie den Verwaltungsraum nennen? Besuchte Dr. Gray in seiner Wohnung? Nee. Ist er jetzt noch hier? Wir kommen hier nirgends mehr hin, okay. Schade. Schade, schade. Was, wenn ich klingel? Hallo? 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 Okay, das geht auch nicht. Nee, 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 nee. Wir gehen jetzt erstmal woanders gucken. Wir gehen jetzt gar nicht in seine Wohnung. Niemals. So. Ist denn irgendwas noch passiert? Wir kommen jetzt trotzdem nicht da lang. Wir können aber über die Veranda gehen, was wir machen wollten sowieso. Da haben wir immer noch das. Da müssen wir dann für die Wohnung hin. Dachboden haben wir komplett untersucht. Sehr gut. Wir kommen jetzt nicht in das Behandlungszimmer. Und auch, schade. Aber wir kommen in den Empfangsraum wieder rein. Aber das bringt uns ja nichts. Aber wir gehen jetzt erstmal über die Veranda. Nee, da kamen wir nicht zurück. Warte mal. Das hatten wir versucht, richtig? Das hatte ich schon versucht. Lass mich noch mal gucken. Das hatten wir schon versucht. Ja gut. Warte. Okay, da kommen wir nicht mehr lang. Wir können jetzt, da kommen wir auch nicht mehr lang. Wir müssen über die Dienertreppe. Wir müssen über die Galerie und über die Dienertreppe nach unten. Und dann kommen wir da nochmal in Lottis Zimmer und in die Bibliothek. Das heißt, wir müssen hier hoch und rechts, links über die Zimmer. Erstmal wieder hier orientieren. Ich mag das Licht hier drin nicht so ganz. Ist mir alles nicht geheuer. So, wir können, kommen wir, könnt ihr von hier? Ja, wir gehen einmal geradeaus durch. Oh, wieso geht diese Tür auf? So, wir gehen hier runter. Wir gehen noch nicht in die Wohnung, nein, nein, nein. Wir gehen hier rein. Mist! Jetzt ist es auch zu. Oh, wir kommen hier nirgends mehr rein, das ist gemein, aber warte mal. Hier stand, in Lottis Zimmer wäre noch was und hier wäre noch was. Aber hier ist auch zu, aber in Lottis Zimmer kommen wir noch. Aber was könnte hier noch gewesen sein? Ist hier noch was erschienen? Natürlich ist es das. Wir müssen Hoffnung darauf haben, dass Jeremys Pakt mit dem dunklen Mann nur ein Bluff ist. Wenn wir Glück haben, werden unsere Besucher ihn vor Sonnenuntergang finden und beweisen, dass das alles Unfug ist. Was wahrhaftig ist, ist unser Versuch, sie anzurufen. Es ist einfach zu viel geschehen, dieser Abend darf nicht vergeblich gewesen sein. Denkt an Jack und Cassandra, sogar Perosi, deren Hintergrund ich einfach nicht durchschaue. Grace ist unsere Ziege ohne Hörner. Sie weiß das und sie wird mitspielen. Du musst mit deinem Bruder reden, Baptiste. Ich mache mir Sorgen, dass er uns enttäuschen wird. Mr. Thompson. Vorbereitung auf den Johannistag. Okay, war es das hier drin? Das war es immerhin hier drin. Wir kommen nicht mehr ins WC. Wir kommen nicht in die Bibliothek. Das ist ja super. Das finde ich überhaupt nicht gut. Wir kommen hier nicht durch, ne? Es ist so gemein, wie die uns jetzt hier alles versperren, wo wir nochmal hin wollten. Jetzt müssen wir in dem seine Wohnung. Ist ja ekelhaft. Ist ja eklig. Oh, ich wollte nicht. Private. Ugh. Miss Hartwood, schließen Sie doch bitte die Tür ab. Die Vergangenheit jetzt als Geschenk. Lieber nicht in die Arme laufen, oh. Was sich vermeiden lässt. Das fühlt sich seltsam an. Sehr seltsam. Mit ihm habe ich hier nicht gerechnet. Wir können uns bewegen. Hilft Detective Canby bei der Suche? Ich habe nichts gelesen. Falsches Buch. Es ist ein ausgehöhltes Buch. Myth of the Golden Fleece. Mhm. Das kommt da rein. Ich sehe das doch. Okay, wartet. Was haben wir da? Ach, wir können mit ihm reden. Geht es Ihnen gut? Dieser Raum. Er erinnert mich an etwas aus meiner Kindheit. Nur das Arbeitszimmer eines sehr exzentrischen Mannes. Okay, wir können uns weiter umgucken. Wir brauchen unsere Taschenlampe gar nicht. Da ist eine Pflanze, da liegt noch was. Oh. Was haben wir da? Spielzeug-Talisman. 2 von 3. Hm,
Was ist das? So, ansonsten sehe ich hier nichts. Wir können da nur reden, können hier nichts machen. Wir können jetzt das ausgehöhlte Buch da reinstellen. Da fehlt ein Buch. Und dann geht da eine Tür auf, wer hätte es gedacht. Eine Geheimtür? Sieht so aus. Tja, Kahnbi. Lassen Sie mich vorgehen. Der hätte schneller drauf kommen sollen als ich. Er ist der Detektiv. Wir gehen ihm hinterher. Oh, da war ein Zwischenraum. So geht das. Gut gemacht, Emily. Ist diese Art, auf das Spiel zu gucken, irgendwie eine Anspielung auf den damaligen Teil? Das fällt so gerade total irgendwie aus dem Rest des Spiels raus. Weiß nicht, ob das so ein bisschen Nostalgie... Oh, Möbelschlüssel! Kann ich glauben, dass ich das vorher nicht gesehen habe. Ein Möbelschlüssel. Aha, aha. Oh, 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 oh. Ich komme hier nicht mehr raus. Okay, ich bin raus. Ich hab's geschafft. So. Das ist wahrscheinlich für die Truhe. Haben Sie was gefunden? Oh, Dr. Gray hängt so tief mit drin. Ich wusste es. Er ist genauso verrückt wie seine Patienten. Ich meine, sehen Sie sich das an. Sie, die die Erde dieser kranken Welt neu pflügen und von vorne beginnen kann. Die schwarze Ziege der Wälder mit den tausend Jungen. Absoluter Wahnsinn. Ich hab den nie für normal gehalten. Der war einfach nur ekelhaft, der Typ. So, da können wir wahrscheinlich aufschließen. Das hat etwas mit den Zahlen für den Talisman zu tun. Okay, was haben wir hier? Der Schlangendolch, den haben wir. Eine Monographie von Yael Klein, gedruckt 1921, Lumina. In Ludwig Prinz Buch über heidnische Rituale mit dem Titel Geheimnisse des Grabes, übersetzt von Nicholas Washey, finden sich mehrere Verweise auf einen Opferdolch, der Schlangendolch genannt wird. Lange hielt man dies für eine schlechte Übersetzung des Originaltextes. Dass es angemessener wäre, ihn Wurmdolch zu nennen, in Anlehnung an den lateinischen Vermis Cultrum. Das scheint nur sinnig angesichts der jüngst einig festgestellten Erkenntnis, dass der Titel von Prinz Buch De Vermis Mysteries wörtlich als das Geheimnis des Wurms zu übersetzen sei. Dennoch würde dies Washeys große Anstrengungen schmälern, die zugrunde liegenden Bedeutungen der Worte zu übersetzen und verschiedene kulturelle Glaubensinhalte zu enthüllen. Obwohl Prin den Begriff Wurm mit Sicherheit als Symbol oder Synekdoche für den Tod und die Toten verwendet hat, was durch den Inhalt des Buches verdeutlicht wird, sollten wir im Fall des Deutschen doch die Übersetzung nicht zu hastig verwerfen. Nach dem Lesen der Korrespondenz von Washey mit seinem Patron scheint es, als hätte er mehr als nur den lateinischen Text vorliegen gehabt. Washey hatte Prinz Verwandte ausfindig gemacht und mehrere historische Texte finden können, auf die Bezug genommen wird, sowie einen tatsächlichen Schlangendolch. Der Dolch wurde auf die frühe mittlere Dynastie des alten Ägyptens datiert und hatte eine so eindeutige Wellenform, dass Washey sogar überlegte, ihn die sinusoidale Klinge zu nennen. Mit dem Wissen um den gesamten Zusammenhang scheint es nur naheliegend, warum er beschloss, es als Schlange und nicht als Wurm zu übersetzen. Es gibt mehrere Gründe, warum uns diese Wortwahl dabei hilft, die Heiden zu verstehen, die Prinz Buch zu beschreiben versucht. Die symbolische Bedeutung der Form wird offensichtlich, wenn man sich dem Einsatz der Klinge widmet. Im Abschnitt zu Besessenheit und Exorzismen finden wir, der Schlangendolch vergiftet den Vergifteten im Opfer und führt so zu Frieden. Wo der wörtliche Text uns sagen mag, dass der Wurmdolch den Dämon überwindet, der das Opfer plagt, so sagt er uns nichts zu dem Grund dafür. Nur, dass der Dolch aus irgendeinem Grund gegen den Dämon gewinnt, als habe er eine bessere Hand im Poker. Washeys Übersetzung erlaubt es uns, der zugrunde liegenden Logik der rituellen Magie zu folgen, die hier durchgeführt wird. Vergifte den Vergifter erinnert an Feuer mit Feuer bekämpfen. Dass der Priester, um den Dämon im Opfer zu verletzen, ihn mit einer Macht bekämpfen muss, die dem Bösen vertraut ist. Der Schlangendolch ist daher nicht nur eine gute Beschreibung der Form, sondern hilft uns auch beim Verständnis dafür, wie er als nützliches Werkzeug für einen Exorzismus gesehen werden konnte. Und schlussendlich hilft es auch unserem Verständnis für ihr Verhältnis zum Wahnsinn. Dass er als eine Vergiftung des Geistes verstanden wurde und weniger als etwas, das ihn kontrolliert. Man sollte auch den faszinierenden Fakt festhalten, dass die Besessenen immer als im Kopf und nicht im Herzen vergiftet galten. Der Schlangendolch wurde immer durch das Auge des Besessenen eingeführt, was zur teilweisen Blindheit führte, sollte er das Glück haben zu überleben. Aha, das ist interessant. Okay, dafür warte. Brauchen wir den nicht hierfür? Nö.
Erstes Treffen Niederschrift. Erstes Treffen mit Jeremy Hartwood, Niederschrift, im Haus seines Bruders Philipp im Garden-Distrikt New Orleans. Dr. Gray. Schön, Sie endlich persönlich kennenzulernen, Mr. Hartwood. Ich bin wegen Ihres Bruders Philipp hier. Sie haben mich erwartet, nicht wahr? Ja, Sie kommen aus der Shadow, richtig? Das stimmt. Ich wollte Ihnen nur ein paar Fragen stellen, um zu sehen, ob ich Ihnen oder Ihrer Familie noch helfen kann. Okay. So wie ich das verstanden habe, haben Sie eine lebhafte Fantasie. Sie denken sich so manches aus. Ich schätze schon. Und dann steigern Sie sich da rein. Die Realität verschwimmt mit der Fiktion. Manchmal. Wollen Sie mir vom Schattenmann erzählen? Nein. Nein, will ich nicht. Das ist in Ordnung. Vielleicht können Sie mir ja etwas anderes erzählen. Etwas, von dem Sie wissen, dass es nicht real ist, aber es Ihnen wichtig ist. Juan? John. Wer ist John? Nein. Juan Luis George. Warten Sie kurz. Nee, Jorge war es. Juan Luis Jorge? Es ist schwierig. Jeremy holt mir ein Buch. Hier, schauen Sie sich das an. Ist der... Oh, er ist der Autor. Es ist ein wunderbares Buch. Es hat mein Leben verändert. Der echte Juan ist schon lange tot, aber ich stelle mir gern vor, er sei mein Freund. Mein allerbester Freund. Verstehe. Machen Sie das oft? Also über Leute fantasieren, über die Sie lesen? Nein. Naja, es gibt noch Jacob. Wer ist Jacob? Schlagen Sie die letzte Seite auf, Doktor. Oh, ein Zeitungsartikel. Der Gefangene aus dem Eis. Jacob von Ostade. Das ist also Ihr guter Freund? Oh nein, Doktor. Ganz und gar nicht. Er ist das Feuer, mit dem man Feuer bekämpft. Ja, ich denke, es ist offensichtlich, dass Ihre reizüberflutete Vorstellungskraft, Ihre Manie, behandelt werden muss, damit Sie ein normales Leben führen können. Ich weiß, dass Ihre Familie es den Hartwood-Fluch nennt. Aber seien Sie versichert, an Ihrem Zustand ist nichts Übernatürliches. Das ist alles nur in Ihrem Kopf. Und das ist genau mein Spezialgebiet. Eine Heilung ist möglich und zeitlich absehbar. Zeitlich absehbar. Ja, es wird eine Zeit geben, in der wir Ihnen alle Dämonen ausgetrieben haben. Alle Schattenmänner. Bitte, Mr. Hartwood, beruhigen Sie sich. Jeremys Schreie haben seine Nichte alarmiert. Was ist passiert? Oh, zerbrechen Sie sich darüber nicht den süßen Kopf, Miss Hartwood. Ihr Onkel und ich hatten gerade unseren ersten Durchbruch. Wie er das auch noch sagt, Ihren süßen Kopf. Der Typ ist eklig. Ich mag den nicht. Der ist uncool, das ist... Okay, wir gehen an den Schrank. Und wir finden... nichts, aber das Telefon klingelt. Natürlich gehen wir ans Telefon. Was sollten wir auch anderes hier tun? Tja, wir müssen von hinten, oder was? Von da? Von. Okay, sie geht von alleine. Hallo? Wer ist da? Jeremy? Jeremy ist beim Schattenmann. Sie können ihn nicht retten. Jeremy ist beim Schattenmann? Wo ist er? Was ist der Schattenmann? Hartwoods. Sie können ihm nicht entkommen. Süß. Oh. Untersuche die kaputte Uhr direkt. Was haben wir denn da? Ach, natürlich. Bitte, was brauchen wir denn jetzt? Moment. Was für Zahlen brauchen wir? Oh, Entschuldigung. Die Stimme am Telefon war irgendwie vertraut und dennoch so fremd. Wer war das? Schlangendolch? Was könnten wir für Zahlen brauchen? Haben wir hier noch was drin? Nee, ne? Das haben wir gemacht, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Notizen? Sollte alles andere versagen. Da ist aber auch keine Zahl dabei. Erstes Treffen, da war ja auch keine Zahl dabei. Nee. Was für Zahlen brauchen wir hier? Da muss ja irgendwo ein Hinweis sein. Da kommen wir nicht mehr raus. Können wir uns hier noch irgendetwas angucken? Haben wir noch irgendeine Zahl?
Oder ich bin gerade ein bisschen blöd schon wieder, ne? Vielleicht? Ah, ich komme wieder nicht raus. Okay. Können wir uns das angucken? Nein, du musst dich umdrehen. Und jetzt da lang gehen? Okay, oh Gott, die Steuerung will gerade gar nicht. Okay, da können wir nicht gucken. Wir erkennen auch nicht, worauf es ausgerichtet ist, ne? Ich glaube, das hilft mir nicht. Aber hier im Schrank war jetzt auch nichts drin. Aber das hilft nicht. Das ist auf irgendein Maß. Jetzt nach unten. Hoch, runter, runter. Keine Ahnung. Hast du noch was zu erzählen? Ich habe dieses seltsame Gefühl, dass das hier Jeremys Raum ist. Was? Nein. Das sind Dr. Grays Privaträume. Okay, das hat nicht geholfen. Gleiche das Muster auf dem Boden des Schlafzimmers an. Okay. Let's try. Vielleicht wird es ja was. Mehr als versuchen können wir es nicht, oder? Ich sehe... Hä? Aha. Okay, das war doch richtig. Steuerung ist echt. Narnia! Nein, die Leitung ist tot. Ich habe vorhin versucht, die Polizei anzurufen. Ja, das dachte ich mir. Jetzt können wir hier durch. Oh, wollen wir direkt mal gucken? Oh, alles hängt. Oh Gott. Hey, Mr. Carnby? Was? Nichts, oder? Es ist ein Schrank. Genau, Detective. Wir sehen uns später. Ich muss das beenden. Sie gehen in den Schrank? Ich weiß, wie das aussieht, aber ich kann es weder erklären noch rechtfertigen. Wir gehen in den Schrank. Tun Sie, was Sie tun müssen, Miss. Alter, fragt es nicht weiter. Gut. Und da sind wir durch. Und ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Betritt das Portal in eine andere Welt? Okay, das haben wir gemacht. Es ist schneeig hier. Es müsste kalt sein. Aber der Schnee glänzt sogar schön. Der glitzert ein bisschen. Oh, schön. Oh, mag ich. Ich habe auch gar keine Ahnung, wie weit wir jetzt hier schon fortgeschritten sind. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Oh, wahrscheinlich da. Lasst mich nochmal hier. Warte. Ich komme hier nicht mehr rein. Lasst mich hier rein. Oh, ihr habt doch hier noch gar nicht fertig geguckt. Ja, hier ist nichts. Okay. Okay, hier ist nichts. Das ist okay. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Dann gehen wir jetzt hier weiter. Wir haben Munition. Für was haben wir jetzt Munition? Ich habe keine Kugeln mehr übrig. Oh, für unsere Schrotflinte. Das ist sehr gut. Wenigstens 3 Schuss haben wir jetzt übrig. Keine Ahnung, wo wir sind. Aber es sieht sehr interessant aus. Raserei. Oh, da gibt es wieder einiges zum Umgucken. Es ist sehr windig. Wir sind in einem Schneesturm. Ich würde aber sagen, wir beenden genau hier die Folge. Ich danke euch allen wie immer fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Tschüssi.